Ja, wir haben gerade schon die Meldung bekommen. Ich dachte, was für eine Meldung? Ja, alle Filialen in ganz Dortmund sind informiert. Was? Alle Filialen in ganz Dortmund, wir können abbauen. Ende, ja? Ach, Lava. Real Talk. Was geht ab, Freunde? Ich bin heute mal wieder am Start mit einem heftigen McDonald's-Prank für euch und ich dachte mir einfach mal so, ja komm, letzte Zeit sind viele McDonald's-Pranks wieder alleine gekommen. Früher war der welche mit Lukas, aber ich habe irgendwie keinen Bock mehr auf Lukas, also auf den Wife. Der geht mir irgendwie auf den Sack. Nein, Spaß beiseite, Freunde, es werden auf jeden Fall heftige Sachen kommen mit Lukas, aber ihr habt mir immer in die Kommentare geschrieben, wirklich so oft, ey Felix, du siehst einem YouTuber ganz besonders aus. Hä? Und warum mache ich hier eigentlich so ein Hack-Mack? Wahrscheinlich habe ich schon längst in den Titel reingeschrieben, Freunde. Wer ist jetzt hier rechts am Start? Oh. Was? Hä? Ey, den wollte ich doch gar nicht einladen. Was machst du denn hier? Diese Mütze, ne? Das ist ja, guck dir das mal an. Du siehst auf jeden Fall fresh aus. Die zeigen wir euch gleich, die Mütze, Freunde, denn es ist der Alex wie am Start. Was geht, Digga? Was geht? Alles fit? Was geht? Wir werden auf jeden Fall heute gemeinsam McDonald's-Prank zusammen machen. Ihr habt es euch echt in den Kommentaren immer gewünscht und jetzt haben wir es eigentlich geschafft. Wir haben uns auf der Gamescom kennengelernt. Ja, und jetzt ziehen wir hier zwei ich Videos gar durch. Ich war auf der Gamescom. Okay. Auf der Gamescom Party war er. War nur wieder am Trinken, der kleine Mann. Mensch, Spaß beiseite. Auf jeden Fall haben wir uns da kennengelernt und haben gesagt, ja komm, wir müssen mal ein Video machen und heute machen wir es. Lass dafür auf jeden Fall mal einen dicken Daumen nach oben da, dass wir uns jetzt hier getroffen haben und einfach mal ein heftiges Video raushauen. Ich denke mal, wir werden noch ein, zwei andere noch machen heute. Ja. Werden auf jeden Fall mal richtig produktiv sein und heute machen wir den Zwillings-McDonalds-Prank. Das heißt, Freunde, wir fahren gemeinsam in Drive und ihr seht schon Alex heftige Mütze jetzt hier gerade. T-Shirt ist auch noch dabei. Ja, genau. Wir haben uns beide das gleiche gekauft. Ja, wo waren wir gerade shoppen? Bei Gucci. Beschweren kann ich mich da normalerweise eher weniger. Nein, wo waren wir? Sag mal. Bei Kick. Wir waren gerade bei Kick, ohne Scheiß. Die hat haben krasse 5 Euro gekostet, ne? Perfekt. Ne, 4,49. 4,49, jetzt nicht übertreiben. Das waren so Basic-Sachen, aber ey, vollkommen okay. Qualität ist jetzt nicht die allerbeste, aber okay für den Preis, ne? Ja. Ist auf jeden Fall okay. Okay. Wir sehen ja praktisch so ein bisschen gleich aus. Fahren immer in den McDrive, bestellen ja irgendwas. Wenn er jetzt zum Beispiel, er fährt als erstes rein, bestellt einen Cheeseburger, dann kriegt er den Cheeseburger, fährt raus. Dann fahre ich rein, sag, hä, Entschuldigung, ich hatte doch jetzt hier einen Chickenburger bestellt. Und dann gucken wir mal, was passiert. Das Lustige ist, hinten sitzt immer der andere drin und muss noch eine, wenn ich du wäre, Aufgabe. Genau, geben. Das wird verdammt heftig. Das heißt, Alex oder ich sitze vorne, ich sag einfach mal, ich sitze vorne, Alex sitzt hinten. Der darf ja nicht gesehen werden, weil wir ja den Zwillingsprank machen. Und er gibt mir dann die Aufgabe und sagt so, ey, Felix, du musst jetzt das und das machen. Jetzt bitte noch nichts sagen, weil sonst kann ich mich drauf vorbereiten. Und ich bin einfach mal gespannt, was du so raushauen wirst. Bitte nichts zu krasses, okay? Also ich habe, wie gesagt, ich schäme mich jetzt schon. Ey, wenn ich so Videos auch gucke, wo da so Leute irgendwelche Faxen machen, da denke ich mir, oh. Ja, da kenne ich nichts, Freunde. Wir ziehen es einfach durch. Ich zieh's auch durch. Sehr gut, weil am Ende gibt's eine kleine Strafe für denjenigen, der seine Wenn-ich-du-Aufgabe nicht erfüllt hat. Umso mehr er nicht erfüllt hat, umso größer die Strafe. Also bleibt auf jeden Fall dran bis zum Ende. Warum machst du so? Ja, okay. Nee, ich. Challenge accepted? Ja, auf jeden. Nice. So, Freunde, wir haben jetzt mal die Kamera gewechselt und wir wundern uns gerade. Also, es sieht echt schon krass ein bisschen echt so aus, oder? Ja, vom Gesicht her schon. Ja. In der Tat. Hallo. Ihre Bestellung bitte? Ja, ich hätte ganz gern einen Hamburger, wie immer eigentlich. Ein Hamburger? Ja, genau. Okay, bis gleich. Ich wusste jetzt nicht, ob du mir schon eine Aufgabe geben willst. Jetzt handelst du gleich das Lied auf den Burger bitte durchschneiden. Was? Burger durchschneiden, einmal in der Mitte. Weißt du, weil du den. Du brauchst den halt. Wegen Zwillingsbruder. Genau. Machen die eh nicht. Aber ich kann es fragen. Ey, das habe ich noch nie gemacht. Ja, frag mal. Ja, moin, Alter. Das war's ja wirklich komplett. Als ob die jetzt mit dem Messer das einfach dann durchschneiden. Ja. Alex. Hä, was denn? Ist das jetzt eine schlimme Aufgabe, oder? Nein, komm, wir machen es. Alles okay. Es geht los. Es geht los. Oh mein. Hamburger Teil. Das kann ja was werden. Hallo. Hallo. Ja. Können Sie mir einen Gefallen tun, bitte? Können Sie den Hamburger einmal bitte in der Mitte teilen? Menschlich gesehen ziemlich abstoßend. Das wäre super lieb. Ich würde Ihnen super danken, weil ich will das mit meinem Haustier teilen. Das wäre ganz cool. Oh mein Gott, Alex, ich hab's hinbekommen. Wenn die das jetzt wirklich machen, dann. Leute, wenn ich gleich einen Hamburger hab, der geteilt ist, dann läuft bei mir. Hat geklappt? Super, ich danke Ihnen. Die hat mich angeguckt, als ob ich behindert wäre. Also jetzt nichts gegen Behinderte oder so, aber die hat mich wirklich angeguckt, als ob irgendwas falsch mit mir ist. Die guckt mich so an. Ja, ja. Geklappt. Ja, super, perfekt. Jetzt verpiss dich. Leute, ey. Pack den Burger mal wieder ein. Sag, du hast dich gerade gewundert. Du wolltest eigentlich einen Cheeseburger haben, der geteilt ist. Hast jetzt aber einen Hamburger bekommen. Ich merke jetzt schon, dass du komplett überfordert bist, ne? Nein. Okay, warte, einmal kurz durchatmen. Ja, also, pack den Burger wieder ein, aber ich weiß nicht, wie du es machen willst. Das ist deine Aufgabe. Ich muss mir schon mal eine gute Wenn-ich-du-Aufgabe überlegen. Willkommen bei McDonald's. Hallo, ich war gerade schon mal da. Sie haben mir einen Hamburger gegeben, geteilt, aber ich wollte eigentlich einen Cheeseburger.
War das falsch? Wir haben einfach Hamburger gesagt. Oh, okay. Ja, dann nehme ich jetzt noch einen Cheeseburger. Außerdem? Das wäre es einfach. Soll er auch geteilt werden? Ja, gerne. Alex, wie lieb du bist. Oh mein Gott, bist du lieb. Aber richtig gut auf jeden Fall. Ja, warum? Alex, ja, weil du meinst, du hättest einfach durchziehen müssen. Wir hätten den Burger vielleicht sogar umsonst kriegen können. Aber egal, nicht schlimm. Was ist hier, wenn ich du wäre? Meine, wenn ich du Aufgabe wäre, ist, du hast links neben dir unten im Fach Papier. Ja. Das nimmst du und wickelst das komplett einmal um deinen Kopf. Oder nein, 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 das ist besser. 6 Scheiben davon ab, von diesem Zebra, und machst dir das hier an den Dings ums hier als Latz, damit du nicht kleckerst. Und du sagst ihr, ja, safety first, ich muss mich jetzt hier erstmal nicht voll kleckern. Ich müsste den mit Karte zahlen. Was ist das noch? Das ist halt sicher, dass ich nicht kleckere, so wie beim letzten Mal, ne? Okay, tschüss. Hat sie dich komisch angeguckt? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, die hat sich gar nicht so wirklich für mich interessiert. Ey, der ist wieder durchgeschnitten. Laber doch nicht. Sehr gut, Mann. Hier. Lecker! Also du bist jetzt so ein bisschen auf angry. Krawall gebürstet. Ich bin jetzt ein bisschen angry. Das heißt, ein bisschen auf Krawall gehe ich jetzt, Freunde. Und dann bist du einfach, guck mal, ich bin einfach der angry Zwillingsbruder und du bist dann so der Liebe, okay? Ja, ja. Perfekt, das ist eine gute Kombo, ne? Sehr gut. Ja, hallo, jetzt möchte ich mich einmal kurz einmal ein bisschen beschweren. Ich war jetzt schon das dritte Mal jetzt hier, also ich bin das dritte Mal jetzt hier. Und ich wollte die ganzen Chicken Burger. Ich habe erst einen Hamburger bekommen, einen Cheeseburger, ich wollte aber einen Chicken Burger. Aber sonst ist alles gut. Also gerade da war, sagst du, du möchtest was, einen Hamburger, einen Cheeseburger? Ne, habe ich nicht einmal gesagt. Das hast du gesagt. Ich habe nur gesagt, ich möchte meinen Chicken Burger durchgeschnitten haben. Ne, wir haben erst einen Hamburger bestellt, danach sind sie gekommen und haben gesagt, sie haben statt dem Hamburger einen Cheeseburger bekommen. Jetzt widersprechen Sie sich ja schon selber. Ich habe am Anfang einen Chicken Burger bestellt. Sie haben einen Hamburger bestellt. Nee. Ich also wir sind hier zu zweit. Ja, ich, das glaube ich. Ich ja. Zu dritt. Wir haben 3 Hörer. Ja, soll das jetzt heißen? Das erste Mal haben wir einen Hamburger bestellt. Ja, aber warten Sie doch mal. Nee, warten Sie jetzt mal. Soll das jetzt heißen, ich habe eine Macke, nur weil Sie zu dritt sind? Ich weiß doch selber, dass ich das bestellt habe. Gut, wir haben zu dritt gehört, dass Sie einen Cheeseburger bestellt haben. Ja, ich nuschel manchmal. Es tut mir leid, aber es kann ja nicht dann jeder... Dann müssen Sie klar und deutlich sprechen. Ja, es tut mir leid. Dann mache ich jetzt halt einen Chicken Burger. Aber das ist wirklich doof gerade. Mal jetzt wirklich jetzt. Ein Chicken Burger? Menschlich gesehen ziemlich abstoßend. Ja, und kann Ihre Kollegin sich vielleicht bei mir entschuldigen, weil das sieht jetzt so aus, als ob ich doof wäre. Fahren Sie doch erstmal vor. Du sagst dir jetzt gleich, dass du ein richtig bekannter Influencer bist. Ja. Ach du Scheiße. Auf Instagram ganz, ganz viele Follower. Du bist so ein Arschloch. Ich hasse ihn. Versteck dich. Und du dir ja auch sogar einen Range Rover leisten kannst. Oh, Alex. Das ist aber nur dein Zweitwagen. Und dass du gleich erstmal eine dicke Insta-Story raushaust. Den Mac ist hier. Im Mac ist, muss ich eine Insta-Story raushauen? Nee, einfach so vorne. Okay. Ja, was denn? Ich bin Instagram-Star. Was wollen Sie jetzt von mir? Ich verstehe nicht, was Sie meinen. Ich bin Instagrammer. Ich weiß jetzt nicht, was Ihr Problem ist. Ja, aber Sie müssen doch wissen. Gucken Sie, schauen Sie mal. Ich bin Instagrammer. Ja, ich habe ja auch keine Zeit für, aber ich hatte ja erstmal einen Chicken Burger bestellt. Wie teuer ist der? 1,30. Ja, okay. Ich muss eben eine Insta-Story rausmachen, damit ich den Burger wieder raus habe, okay? Für mich persönlich, ich filme sie ja nicht. Ich filme nur mich. So, Freunde, was geht? Euer beliebtester TikToker ist heute wieder am Start. Ich bin jetzt gerade bei McDonald's, wurde gerade ein bisschen belästigt. Ich weiß auch nicht warum, aber auf jeden Fall bezahle ich jetzt erstmal. Leute, richtige Abfuck. Wir wurden erkannt, beziehungsweise ich wurde erkannt, weil ich hier schon mal war. Das war vor einem halben Jahr. Das kann jetzt gar nicht sein. Leute, ich muss jetzt hier rein, bevor die Cops rufen. Alex, kommst du mit? Hältst du mit deinen Kopf hin? Wohin? Bei McDonald's jetzt? Wir müssen da jetzt rein. Wir müssen gleich noch zum anderen McDonald's. Wir brechen auf jeden Fall noch nicht ab, den Prank, Freunde. Warum müssen wir da jetzt rein? Ja, weil ich mich jetzt erstmal da entschuldigen muss, weil sonst die Polizei rufen wird. Ja, das Kennzeichen gerade aufgeschrieben. Echt? Ja, sicher. Das ist nicht mein Auto, das ist das Auto von meinem Kollegen. Deswegen müssen wir eben rein kurz, Freunde. Gar nicht geil gerade, aber wir klären das eben. Ach, laber doch nicht. Ja, doch, Mann. Wir müssen jetzt eben rein kurz und dann machen wir das gleich beim anderen McDonald's. Hier ist nur ein McDonald's und dann machen wir da einfach weiter, okay? Oh, ey. Richtig belastend. Ich weiß auch nicht, was mit dir los ist. Sollen wir da reingehen oder was? Ja, wir gehen da jetzt so rein, komm. Was ist jetzt gerade passiert? Wir sind reingegangen und dann hat es erstmal 5 Minuten gedauert, bis die Frau auch kam. Und wir dachten, ja, die ist jetzt so angepisst, die ruft jetzt, oder Polizei. Meldet das der Polizei, keine Ahnung. Und sie sagt, nee, dann hat er gesagt, ja, sorry, ich muss so böse sein, dann tut uns leid, so, er war ja schon mal hier. Und sie so, ja, ich kann auch böse sein. Und wir so, ja, okay. Und sie dann so, wollt ihr ein Wasser, irgendwas trinken? Und sie hat uns jetzt einfach ein Wasser geschenkt. Ja, und er sagt so, ich möchte nichts haben, warum hast du nichts genommen? Ja, ich dachte, ich, ob wir da jetzt was essen wollen. So. Ja, heftig. Warte, jetzt hier warte, gut, nein, warte mal, sollen wir noch mal, ach, stimmt. Ey, was, wenn wir jetzt hier so ein Haus gewinnen? Ja, dann... Wir machen mal. Aber Hälfte oder mein Haus? Hälfte. Nein, ist mein Getränk. Ja. Ja, nein, komm, ich bin Ehrenmann. Hälfte, komm. Ich sag, hier ist jetzt sofort gewinn Eis. Haus. Sofort gewinn. Ein Hamburger oder ein Cheeseburger. Laber nicht. Geil, den können wir dann gleich einlösen. Ehre.
Leute, WTF. Jetzt wurden wir irgendwie direkt schon wieder erkannt hier. Junge, der ist hier überregional bekannt für seine McDonald's-Pranks. Hä? Das verstehe ich jetzt echt nicht. Wie haben die das denn gesehen? Wie haben die das gesehen? Ich komme auf mein Leben nicht klar. Leute, ich bin nur rausgegangen jetzt hier, hab den Fahrerwechsel gemacht, wollte jetzt einsteigen. Stehen drei Mitarbeiter da. Hast du die gesehen? Ja, ja. Das war die Filialleiterin. Sie macht schon so. Ich dachte, ich soll hinkommen, ich gehe hin. Ihr braucht nicht weiter. Was, hä? Ja, wir haben gerade schon die Meldung bekommen. Ich dachte, was ist eine Meldung? Ja, alle Filialen in ganz Dortmund sind informiert. Was? Alle Filialen in ganz Dortmund, wir können abbauen. Ende, ja? Ach, laber. Real Talk. Oder wir fahren jetzt einfach nach Köln. Wahrscheinlich fahren wir jetzt nach Köln. Das schaffen wir nicht. Ey, wie krass, als wenn, also wollen die... Real Talk. Jetzt Real Talk, wir brauchen nicht mehr einfahren. Sie meinte, alle Filialen in Dortmund sind, wissen Bescheid. Leute, sowas hatte ich noch nie. Ich hatte mein ganzes Leben das noch nie. Die haben eine Rundmeldung gegeben. Was ist, ey, oh mein Scheiß, die eine Mitarbeiterin, ne, die war übertrieben nett zu uns. Warum macht die denn auf einmal jetzt an diesen? Sie gibt uns dann Wasser und auf einmal... Frank, warum machst du so? Warum? Sollen wir nur hinfahren? Warum machst du denn? Ja gut, Freunde, an der Stelle mussten wir jetzt auch wirklich wieder den McDonald's-Prank abbrechen. Es ging einfach nichts mehr. Denn wirklich alle Filialen im Umkreis Dortmund irgendwie informiert, dass ich wieder unterwegs bin, beziehungsweise ich und Alex oder Alex du nicht, dass wir wieder irgendwelche Mitarbeiter pranken wollen bei McDonald's. Ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben, aber sie haben es ja gemacht. Und ja, dann sind wir einfach zu mir nach Hause gefahren und dachte ich mir, ja komm, dann nehme ich einfach nochmal ein Video auf, wo ich euch erzähle und beziehungsweise auch den Alex erzähle, was alles schon bei den McDonald's-Pranks schiefgelaufen ist. Wenn ihr das Video noch nicht ausgecheckt habt, dann macht das ganz gerne. Man ist jetzt auf meinem Kanal schon drauf. Ich glaube, ich habe das gestern hochgeladen oder vorgestern. Ich weiß es nicht genau. Checkt auf jeden Fall mal aus. Da habe ich so Stories erzählt, dass ich schon mal die Polizei gerufen haben, dass ich da locker schon mal eine halbe Stunde später noch bei McDonald's war und einfach mit dem Filialleiter reden musste, weil er mir das nicht geglaubt hat, dass ich YouTube-Videos mache. Er dachte, ich hätte hier oben irgendwie eine Schraube locker und hätte keine Hobbys und deswegen würde ich das machen. Also keine Ahnung. Da waren lustige Stories bei. Checkt das unbedingt mal aus und ganz wichtig, Freunde, checkt auch ganz gerne mal den Kanal von Alex aus. Ist echt ein korrekter Typ, hat echt viel Spaß gemacht, ihn zu filmen. Vielleicht kommen da in nächster Zeit noch ein paar andere Sachen mit ihm. Würde mich auf jeden Fall freuen, Alex, wenn du das auch nochmal siehst und wir ziehen auf jeden Fall coole Sachen durch. Und ja, Freunde, ich bedanke mich einfach fürs Zuschauen. War jetzt nicht der übertriebenst krasseste Prank, aber wie gesagt, sowas muss ich euch auch mal zeigen, wenn es mal irgendwie in die Hose geht, beziehungsweise wenn es mal schief geht. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Lasst dafür mal einen Daumen nach oben da und vielleicht sogar ein kostenloses Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und dann sehen wir uns die Tage wieder in einem neuen Video, Freunde. Macht's gut, haut rein, ciao.